Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir befinden uns hier wieder in meinem Startlager. Ich war ja beim letzten Mal, wo ich aufgehört habe, war ich ja auf der anderen Wiese hinten, wo ich mich rausgekramt habe nach der Höhlentour. War dann auch dabei, wieder aufzunehmen letzte Woche. Leider gab es da massive Performance-Probleme mit Minecraft. Das heißt, die Folge mit der Reise war leider nicht zu sehen, weil da die Framerate immer wieder auf 0 bis 2 Frames eingebrochen ist. Ja, ich habe mir dann gedacht, okay, ich werde schauen, wo der Fehler liegt. Bin in der Zwischenzeit zurückgelaufen zu meinem Startpunkt. Da fällt mir gerade ein, weil ich eben auch wegen der Performance einiges durchgetestet habe, hatte ich den Game-Modus geändert, damit mich niemand attackieren kann. Das heißt, jetzt habe ich wieder den normalen Modus. Ja, passt. Ja. Also ich habe meine Schätze soweit alles mitgenommen. Kann ich euch nochmal zeigen. Die ganze Beute von der Höhlentour. Also wir haben da jetzt fast 4 Stapel Redstone, eine Menge Kohle, Goldbarren, jede Menge Eisen, Diamanten, Lapis Lazuli, einen Smaragdhammer, Namensschild, ein Sattel, ein paar Pferderüstungen, Schallplatten und so weiter. Also das war schon sehr ergiebig. Ja, ich habe eben gedacht, weil ich eben jetzt wieder da bin auf der Pferdewiese und ich einen Sattel habe, werde ich mir ein Pferd zähmen. Das schaut doch ganz nett aus. Probieren wir es mit dem gleich. Wichtig dabei, für die, die es noch nicht wissen: Man sieht, wenn man was in der Hand hat, funktioniert es nicht. Man muss wirklich mit der flachen Hand zum Pferd. Dann kann man sich draufsetzen. Bei den ersten Versuchen wird man immer wieder abgeworfen. Man sieht teilweise sogar relativ schnell. Aber jetzt waren die Herze. Schauen wir mal. Genau, wenn das Pferd quasi, wenn die Herze kommen, dann hat das Pferd einen akzeptiert. Wie man sieht. Also ich kann jetzt am Pferd sitzen, werde nicht mehr runtergeworfen. Aber um es steuern zu können, also dass ich auch wirklich sag, wo ich hin will, brauche ich noch meinen Sattel. Den habe ich noch in der Kiste drinnen. Den können wir mitnehmen. Pferderüstung, ja, nehmen wir die eiserne. Das reicht eigentlich. Kann man sonst noch was mitnehmen? Holz haben wir. Ah, eventuell vielleicht Eisen noch. Man weiß ja nie unterwegs. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt ein bisschen die Gegend an. Oh, wo ist mein Pferd? Ist das das da oben? Schau mal. Weiß. Ah ja, genau. Da kann ich jetzt den Sattel. Oh, bleib stehen. Und dann noch die Rüstung. Oh, schaut doch gleich viel epischer aus. Und wie man sieht, vom Tempo her auch recht gut und schnell unterwegs. Framerate ist auch eigentlich beim Reiten stabil, da war ich mir nämlich nicht sicher. Aber funktioniert super. Auch mit dem Nachladen ist kein Problem.
Da war ich mir nämlich auch nicht sicher. Dann können wir uns ja da mal in Ruhe ein bisschen die Gegend anschauen. Bett habe ich mit, Essen habe ich mit. Kompass habe ich auch dabei. Suchen wir uns da halbwegs eine flache Stelle, wo wir rüber können. Falls wir eine finden. Schauen wir mal. Der Fluss geht ja da bis... Ah, da können wir rüber. Kann da auch wirklich zügig auf die meisten Berge raufreiten. Kommen wir da am Fluss vorbei. Oh, funktioniert auch super. Okay, da müssen wir jetzt schauen. Also flachere Passagen kann man auch mit dem Pferd ganz gut meistern. Nur wenn es zu tief wird, dann passiert das. Da muss man schauen, dass man das Pferd Richtung quasi ins flachere Ufer wieder bringt. Okay. Bei Bäumen muss man nur aufpassen. Da kann man leicht hängen bleiben. Und bei Durchgängen, was Pferden wichtig ist, die müssen zwei breit sein. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Interessantes finden. Bis jetzt ist ja viel Ebene. Ja, mit so einem Pferd macht es natürlich schon viel mehr Spaß, das Ganze zu erkunden. Ah, da haben wir ein bisschen Samen aufgesammelt. Da haben wir Schafe. Ah, da gibt es eine Menge Blumen da drüben. Das heißt, wenn wir mal Blumen brauchen, kann man die da hinten einsammeln. Ah, da ist ein bisschen flacher. Das Schöne, dass ich einen Kompass mit habe, finde ich auch jederzeit wieder zurück. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht, wenn ich da ein bisschen durch die Gegend reite. Ha! Da ist ja was, ein Dörfchen. Schauen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Okay, da muss er jetzt ein bisschen nachladen. Ah, Schmiede gibt es auch, das ist gut. Dann kann ich dann die Hufe meines Pferdes, die Hufeisen überprüfen lassen. Wir sollten uns... es wird finster. Ich würde sagen, ich schlage da mal mein Bett auf. Haben wir ja auch mit. Jetzt müsste es aber gehen. No, immer noch nicht. Oh, tun wir ein bisschen das Dorf ausleuchten. Ah, jetzt rennen sie. Das heißt, jetzt sollten wir ins Bett gehen. Noch eine Pferderüstung. Rot. Eine Eisenspitzhacke. Schauen wir mal, was haben wir denn da so? Ja, da haben wir einen Priester.
Ah ja, genau, das ist ja auch, ich spiele ja quasi mit der neuesten Snapshot-Version. Und da ist eben auch so, dass die Berufe halt angepasst sind an die Leute, großteils. Das heißt, wenn man Priester zum Beispiel findet, die wollen immer verrottetes Fleisch. Also ich habe das auch schon getestet auf Testkarten. Also denen kann man immer das verrottete Fleisch der Zombies verkaufen. Der Bibliothekar oder der will quasi immer Papier haben, beziehungsweise immer Bücher und Smaragde. Und dafür kriegt man auch ein verzaubertes Buch von ihm. Das gab es ja früher, glaube ich, auch nicht, dass man verzauberte Bücher kriegt. Und da ist zum Beispiel unendlich eins. Ich weiß jetzt gar nicht, was das bringt, genau. Aber auf jeden Fall, man kann den Bücher abkaufen. Genauso, wenn man da den Fleischermeister oder Metzger quasi aufsucht, der liebt immer Leder. Beziehungsweise nehmen die auch Fleisch. Und da kriegen wir zum Beispiel eine Lederhose wieder uns verkaufen für 2 Smaragde. Genau, bei den Feldern haben sie auch ein bisschen was geändert. Es gibt Dörfer, wo es Farmer gibt. Und die Farmer können die Felder selbstständig abernten und auch wieder neu bebauen. Aber so wie es ausschaut, zumindest habe ich hier keinen gesehen. Das heißt, Dörfer sind jetzt auch Selbstversorger. Und auch die Vermehrung haben sie auch ein bisschen geändert. Es ist jetzt so, wenn Dorfbewohner, denen kann man Essen geben. Eben zum Beispiel Brote oder auch gleich Getreide, Kartoffeln und so. Und wenn die genug zum Essen haben, dann können sie sich auch vermehren. Beziehungsweise Brot und so teilen sie auch mit anderen Bewohnern. Ob das Prinzip mit den Türen auch noch aktiv ist, das muss ich mir dann nochmal genauer anschauen, bin ich mir nicht sicher. Zumindest auf Testwelten, wo ich eben dann probiert habe, Häuser zu bauen und viele Türen, so wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass die sich stark vermehrt hätten. Andererseits, man braucht ja auch also ein Dorfbewohner braucht 3 Türen quasi, damit ein neuer Dorfbewohner kommt. Und wenn man in einem Dorf ist wie hier, da wohnen ja schon 5, 6 Leute, dann braucht man natürlich entsprechend Türen, bis da wieder mal ein neuer kommt. Mein Pferd werde ich mal. Was muss ich? Ein bisschen zurückschieben. Und dann haben wir es eingeparkt. Werde ich es da mal abstellen, mein Pferd. Dann würde ich sagen, fürs Erste bleiben wir mal in diesem Dorf, schauen, was wir für die Leute tun können. Gut. Ich meine, Schmiede ist am Anfang gar nicht so schlecht, um sich da einzuquartieren. Was fehlt auf jeden Fall, eben sie haben teilweise, habe ich gesehen, sind keine Türen drinnen. Das wäre mal das Erste, was ich mich kümmere. Dass ich den Leuten ein paar neue Türen baue. Genau, da ist eben auch auch was ich euch auch nochmal zeigen kann. Die nicht alle Folgen gesehen haben, man kann die Türen jetzt stapeln. Also ich habe da jetzt einen Stapel von 15 Türen. Ich weiß gar nicht, wie viele da reingehen. In so einen Stapel, weil ich weiß nicht, ob man da auch einen 64er machen kann. Oder ob es nur ein 32er ist. So, wie schaut's da aus? Da ist eine Türe. Aber die ist innen. Ich weiß nicht. Ich habe die Türen lieber immer von außen. Gefällt mir persönlich besser. Wenn die dann so nach innen aufgeht, dann kann es nicht passieren, wenn man vor der Tür steht, dass man dann die Tür quasi irgendwie draufkriegt. Schaut's da aus? Das passt eigentlich.
Könnte ich hier auch noch eine Fackel hinhängen? Dann haben wir hier ein Haus. Genau da hinten. Können wir da noch, mache ich da auch noch Fackeln hin? Ja. Dann haben wir da noch ein kleines Haus. Da ist auch sehr oft, dass da keine Türen sind. Aber in dem Fall, Tür ist da, aber drinnen, da sieht man, da hat schon länger keiner mehr gewohnt. Der Boden ist schon zugewachsen. Beziehungsweise haben sie überhaupt vergessen, einen Fußboden einzuziehen. Ah ja, von der Zeit her sehe ich, es ist gerade, also wäre wieder Zeit für eine kurze Pause. Die werde ich auch machen und gleich hinterher die nächste Folge aufnehmen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei nach der Zwangspause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss!